was habe ich jetzt hier die ganze Zeit gemacht? Also als allererstes habe ich natürlich hier diese ganzen Dinger zusammengesteckt für den Akku. Dann habe ich die ganzen Zellen hier schon so reingemacht, wie sie dann später auch in dem Akku sein werden. Das heißt, wir haben immer 8 Parallele und das Ganze 20 Mal. Also 20 in Reihe. Das sind genau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Genau. So kann man sich quasi die Akkus eben ausrichten. Dann müssen wir immer hier verschweißen, hier die zwei verschweißen, hier die zwei verschweißen, hier die zwei verschweißen, hier die zwei und so weiter. Genau. Danach habe ich mir mit einem Dremel, weil das gebrauchte Zellen sind, die sind immer ein bisschen günstiger, ich habe die gebrauchten genommen. Ja, wenn man neue hat, braucht man das nicht machen. Ich habe eben gebrauchte und dadurch, die haben dann immer noch von den quasi Schweißstellen, wenn man diese Nickelstreifen quasi, die da drauf geschweißt wurden, abreißt, bleiben dann immer noch solche Punkte übrig. Und die kriegt man am besten weg mit einem Dremel tatsächlich. Ich habe jetzt hier noch diese Verlängerung dazu, dadurch ist es ein bisschen handlicher. Und dann habe ich hier von Parkside so ein Set, wo es so verschiedene Aufsätze gibt. Und da eignen sich prima diese runden Schleifsteine hier. Ungefähr in der Größe, wie es jetzt hier ist. Genau, damit kann man dann einfach prima das selber wegschleifen, wie ihr gesehen habt im Video. Geht super, geht schnell. Ich meine, ich habe jetzt das 300 Stück davon. Ich würde sagen, es hat maximal eine halbe Stunde gedauert. Und es ist auf jeden Fall den Aufwand wert, denn beim Schweißen geht es einfach so viel besser, wenn da nicht noch irgendwelche Überbleibsel drauf sind. Jetzt werde ich auf jeden Fall nochmal mit der Druckluft hier drüber gehen, dass das alles sauber ist. Und genau, dann mache ich Schluss für heute. Und morgen fangen wir an, den Akku soweit zusammen zu schweißen. So, ich fange jetzt an, die ganzen Zellen zu verschweißen. Habe leider nicht mehr so viel Schweiß dran. Ich habe jetzt nur noch diese eine Rolle hier. Ich weiß noch nicht, ob das reicht. Ich denke eher nicht. Aber wie machen wir das Ganze jetzt? Ich fange jetzt hier an. Das ist jetzt mein Minuspol. Mein Pluspol ist dann das hier vermutlich. Ja, muss eigentlich das sein. Genau. Und wir haben jetzt dieses BMS hier. Das kommt dann quasi am Ende hier so drauf. Die Kabel muss ich dann hier irgendwie befestigen. Da habe ich auch schon eine Idee, wie ich das mache. So habe ich es dann sonst immer gemacht. Und zwar habe ich mir ein paar Streifen lose, so nur auf einer Seite drauf geklebt, sodass die in der Luft hingen. Und habe mir dann mit einer gewissen Schelle quasi, Krimpschelle, die Kabel an diesen Streifen dran gekrimpt. Früher habe ich das immer gelötet. Löten ist aber absolute Katastrophe bei dem Zeug hier. Es lässt sich schlecht machen, hält dann nicht oder verbrennt euch damit die Zellen. Also ist das auf jeden Fall nicht zu empfehlen. Genau, also quasi man kann sich hier so einen Streifen überstehen lassen prinzipiell. Oder den hier nach unten biegen und das an der Stelle machen. So, vielleicht sogar das Beste, dass man das quasi hier unten lang und dann so. Ja, so werde ich es vermutlich machen. Ungefähr so seht ihr das jetzt hier. Ich denke, eigentlich reicht einer von den Drähten. Also das, ich weiß nicht genau, 7 AWG, das sieht mal aus wie irgendwie 10 Quadrat oder so. Oder 6 Quadrat oder sowas in der Art. Ich werde das mal googeln. Das Ding ist ja auch für 150 Ampere ausgelegt und unser Akku ist eigentlich nur 80 Ampere. Genauso wie unser Controller nur 60 Ampere ist, also eigentlich sollte eins von den Teilen reichen. Sprich, ich werde vermutlich das nochmal aufschrauben und da eins von diesen Kabeln abschrauben, keine Ahnung, wie das befestigt ist. Ist ein bisschen übertrieben, einfach jetzt beide zu lassen, denke ich mal. So viel Strom wird da eh nicht drüber fließen. Ich hätte einfach ein kleineres bestellen sollen, das war relativ dumm, aber naja. Gut. Jetzt geht's los, ich mache einen Timelapse an und viel Spaß damit. So, ich habe jetzt hier angefangen. Es geht alles nicht so super. Das Punktschweißgerät, was ich habe, hat irgendwie so eine Macke, das wird immer ziemlich heiß hier, diese Dinger, und irgendwann steigt das dann immer aus und braucht dann eine Weile, bis es wieder geht. Und diese Streifen sind nicht ideal, weil das für quadratische Zellhalter sind, nicht für sechseckige, sprich die sind ein bisschen zu breit und ja, passen halt einfach nicht ideal. Ich werde das jetzt trotzdem mit denen weitermachen, weil ich jetzt nichts anderes da habe. Ich habe jetzt schon normale Streifen wie die hier bestellt. Wenn die dann da sind, werde ich dann damit vermutlich weiterarbeiten, aber ich denke mal, das ist schon in Ordnung so. Also ich muss halt bloß immer aufpassen, dass das hier nicht irgendwie zu nah aneinander kommt, dass mir das dann nicht abfackelt alles. Aber ansonsten, ja,
geht das aber eigentlich relativ schnell mit diesen doppelten. Also das ist eigentlich schon ganz entspannt. Ich meine, ich habe jetzt schon 1, 2, 3 fertig. Hier, das müsste ich jetzt schweißen. Geht bloß gerade nicht. Ja. Wenn ich jetzt so drücke, blinkt das einfach nur und ja, schweißt quasi nicht. Das hat es irgendwie immer gemacht. Ich habe dann mal einen Lüfter ja dran gehabt, da war es besser, aber der ist irgendwie nicht mehr dran. Ich weiß nicht genau, was da los ist. Ja. Aber ich mache quasi jetzt immer weiter hier, bis das Ganze so verschweißt ist. 2000 Jahre später. So, falls ihr euch fragt, warum jetzt hier Tape drüber ist, hat ganz einfach den Hintergrund, dass ich habe den Akku jetzt auf der Seite fertig geschweißt. Das zeige ich euch dann. Wenn ich den jetzt hier umdrehe, seht ihr, hier auf der Seite habe ich es auch schon drauf geklebt. Hier ist aber noch nichts geschweißt. Aber die andere Seite ist komplett verschweißt. Und sprich, jetzt, wenn ich jetzt hier zwischen den falschen Zellen eine Verbindung herstellen würde, sprich zwischen den beiden jetzt zum Beispiel, würde es hier einen massiven Kurzschluss geben. Und um das zu vermeiden, was ich immer empfehlen kann, klebt euch die Zellen ab, wo ihr nicht gerade dabei seid, die zu schweißen. Und macht es dann immer nur so weit weg, wie ihr quasi Platz braucht für das nächste Zellenpaar. Und klebt dann die fertigen auch gleich wieder ab. Das hat einfach den Hintergrund, wenn ihr wirklich jetzt beim Schweißen hier so ein Draht, wollt den drauf machen, fällt euch runter hier zwischen die zwei falschen, fängt sofort an zu glühen, schweißt sich fest und kann im schlimmsten Fall dann mit einem Brand enden. Muss nicht sein, deswegen, wie gesagt, abkleben. Da seid ihr halbwegs auf der sicheren Seite, wenn ihr das macht. So, mit dem Schweißen bin ich jetzt komplett fertig. Ich habe jetzt überall noch das Zeug als Schutz drauf, dass hier nichts drauf fallen kann, irgendwie ein Kurzschluss entstehen kann. Womit geht's weiter? Jetzt müssen wir das BMS verkabeln. Da haben wir diese tollen roten Kabel. Und wie macht man das jetzt? Unsere Batterie hat jetzt ja ganz viele verschiedene Potenziale. Das heißt, wir haben ja 20 Zellen in Reihe geschaltet und dementsprechend haben wir auch prinzipiell 20 verschiedene Potenziale. Wir haben unseren Minuspol. Da würde jetzt zum Beispiel so, hier steht das ja drauf. Wir haben ja quasi B-, B1, B2, B3, B4, B5, B6 und so weiter. Und da haben wir jetzt diesen Stecker. Da kommt er so ran. Sprich, wir haben hier, unser erstes Kabel ist B-, das schwarze, logisch. Und dann gehen wir quasi nach dem Minus zu der ersten, zum ersten Pluspol mit dem Kabel. Dann gehen wir zum nächsten Pluspol mit dem Kabel. Zum nächsten Pluspol mit dem Kabel und so weiter und so fort. Ich habe mir jetzt immer, beim Speisen mache ich es immer so, ich lasse mir immer auf jeden Zellenblock hier so eine Fahne rausstehen, damit ich am Ende das ordentlich anlöten kann, weil direkt auf den Zellen, da leitet die Wärme ab, das lässt sich furchtbar löten. Es geht super, wenn diese Dinger einfach hier raushängen. Deswegen würde ich euch sehr empfehlen, wenn ihr das macht, nehmt das Ding raus, lötet es hier drauf und dann klappt das auch prima. Genau, und das macht ihr dann eben mit allen Zellen, lötet es an. Ihr habt dann noch hier die Erweiterung. Ihr könnt ja hier modular verschiedene Zellen anschließen. Und da würde ich euch halt empfehlen, wenn ihr jetzt weniger habt, braucht halt nur ein Kabel. Hier, wenn ihr jetzt weniger habt, schneidet euch aber die weg, die ihr nicht braucht. Und ja, ich brauche auf jeden Fall beide, weil ich habe 20, also ich werde ja nur, keine Ahnung, 3-4 von den Kabeln wegschneiden und dann sollte das eigentlich klappen. Genau, ich fange jetzt an, das alles anzulöten und dann geht's los. So, ich habe jetzt alle Kabel angelötet, die wir brauchen. Das sind quasi bis Zelle 20. Die wir nicht brauchen, habe ich jetzt einfach mal hier so isoliert unten. Habe sie vorher nochmal abgeschnitten, damit die nicht diese Verzinnung vorne haben. Die sind ja schon so quasi abisoliert und vorverzinnt. Das habe ich abgeschnitten, damit wir die Isolierung bis zum Ende haben. Und das jetzt so umklebt, da passiert nichts. Und ja, damit ist das erstmal safe. Man könnte es auch gleich unten abschneiden, aber ich, ja, keine Ahnung. Vielleicht denkt man sich irgendwann, ich setze noch drei weitere Zellblöcke dran oder was weiß ich. Und dann müsste man diese Kabel neu machen. Die stören uns auch nicht unbedingt weiter. Die werden dann einfach mit hier an den Akku dran geklebt. Ich fange jetzt an, das alles ein bisschen zu isolieren. Dafür nehme ich jetzt hier ein relativ hochwertiges Panzertape. Es ist nicht die professionellste Lösung, da gibt es auch andere Sachen. Aber für mich hat es eigentlich mal gereicht. Hier kommt dann noch ein Schrumpfschlauch drum, also dass es nicht die eigentliche ist. Es ist halt nur die Isolierung. Vor allem jetzt zwischen das BMS und den Akku muss halt was hin. Und da werde ich mir jetzt auch noch eine bisschen dickere Schicht machen, dass das irgendwo auf der sicheren Seite ist. Und dann versuchen wir mal unsere Kabel hier dran zu bekommen. Ich denke, manchmal auch vielleicht noch hier ein paar Streifen hinzufügen bei den Polen, dass es hier auf jeden Fall nicht zu einer thermischen Belastung kommt. Das soll sich nicht erwärmen beim Entladen. Also ich mache nochmal ein paar Streifen drüber, denke ich jetzt. Und dann sollte das eigentlich klappen. Und dann zeige ich euch auch mal, wie ich das gedacht habe hier mit der Befestigung. Ja.
So, also ich habe jetzt hier eine kleinere genommen und hier zwei größere, weil das eine Kabel hier nicht mehr bis hier hingegangen ist. Sprich, wir haben hier weniger Litzen gehabt als hier. Und habe jetzt einfach hier das mit dieser Zange, die es dazu gibt, hier drauf gekrimmt. Und jetzt ist es eigentlich echt eine solide Verbindung. Und also man kann ja ziehen, wie man will, das geht nie ab. Ich muss natürlich so nicht die Streifen hier abreißen, aber ihr seht, also das hält so. Es ist vielleicht jetzt elektronisch gesehen irgendwo nicht die idealste Lösung, aber ich denke, es ist definitiv besser, als auf irgendwie mit den Zellen hier rumzulöten. Oder hier rumzulöten, weil sowas kannst du gar nicht mehr löten. Also das ist jetzt 20 Quadrat hier. Und 20 Quadrat löten, also vor allem bei so feinlitzigem Zeug, das ist unmöglich. Und deswegen muss es halt eine mechanische Verbindung sein. Und so wie es jetzt hier ist, funktioniert es eigentlich immer echt gut. Also so hat es bei mir beim letzten Akku prima funktioniert, funktioniert bis heute. Und deswegen mache ich das so. Wie ihr das macht, ist euch überlassen. Ich sage auch gleich, ich übernehme keine Haftung für irgendwas, was ihr hier nachbaut und was dann schief geht. Das ist alles quasi meine Dummheit, die ich hier ausspielen lasse. Und genau, wenn ihr das nachbaut, seid euch bewusst, ihr seid, ist quasi euer eigenes Risiko, so einen Akku zu bauen, da kann viel schief gehen. Und ja, wenn es dann knallt, ist nicht meine Schuld. Also müsst ihr einfach aufpassen. So. Genau. Das mache ich jetzt auch noch auf der anderen Seite mit dem Pluspol. Da hole ich mir jetzt aber gleich einfach mein Pluskabel. Also das wird nicht übers BMS, sondern BMS haben wir jetzt hier unseren Minusausgang. Und dann kommen jetzt hier unsere ganzen Stecker dran. Das können wir auch gleich mal machen und mal gucken, ob wir in diese App schon reinkommen. Müssten wir eigentlich jetzt. Jetzt ist nämlich alles angeschlossen am BMS, was dran kommt. Und ja, mal gucken, ob wir dann da eben auch schon irgendwelche Sachen ablesen können. Genau, da muss noch der andere Pol gemacht werden. Dann wird das alles nochmal isoliert. Und wenn das soweit ist, dann ja, können wir den Akku prinzipiell einbauen. Dann ist er eigentlich fertig. So, es sieht immer noch alles nach furchtbarem Kabelsalat aus, aber das BMS ist jetzt richtig angeschlossen. Ich hatte zwischenzeitlich doch einen Fehler drin. Da bin ich durcheinander gekommen, habe dann immer ja zwei vertauscht und dann wurden mir nicht alle Zellen angezeigt. Aber jetzt zeigt es mir alle an. Und ja, die haben jetzt aktuell noch einen relativ großen Unterschied drin. Also wir haben jetzt 0,094 Volt Differenz zwischen den Zellen. Das Ding ist jetzt schon eine Weile am Balancen. Vorher war es, glaube ich, bei 0,3 Volt oder so. Wenn man jetzt einen Akku baut mit einem einfachen BMS, was nicht so eine Balance-Funktion hat, sollte man die Zellen vorher balancen, dass die alle ziemlich genau gleich sind. Auch hier würde es sich empfehlen, aber ich habe es einfach nicht gemacht, weil ich keine Ahnung, keine Zeit hatte und auch gar nicht das Gerät. Also hier bei 160 Zellen wird man dann irgendwann blöd. Dementsprechend habe ich da mehr damit drauf geschissen, ist aber auch wirklich nicht so schlimm. Ihr seht ja, das hat eine Balance-Funktion und es dauert halt eine Weile, bis das gebalanced ist. Aber wenn es dann lädt, gleicht sich das eigentlich automatisch immer noch ein bisschen mit aus. Und ja, so ist es eigentlich nicht wirklich problematisch. Jetzt müssen wir das Ganze isolieren. Ich habe jetzt hier auch nochmal den Pol noch ein bisschen verstärkt und ein paar mehr Streifen drauf gemacht und die Kabel hier dran gekrimmt und damit hält das jetzt. Wir haben jetzt unseren Plus- und Minuspol. Ja. Das muss ich jetzt alles hier noch isolieren. Ich brauche dafür aber ein neues Tape, beziehungsweise finde ich das gerade nicht. Und genau, wenn das dann fertig ist, dann zeige ich euch mal das Endergebnis, beziehungsweise ja, da kommt noch ein Schrumpfschlauch drüber. Und vielleicht baue ich dann noch, also ich will auf jeden Fall dann noch unten so einen ja, Bodenschutzblech-mäßig drunter bauen. Das geht aber wirklich erst, wenn alles isoliert ist. Ja. Und das machen wir jetzt. So, es gibt noch ein paar neue Parts zu installieren. Und zwar habe ich jetzt hier den Schalthebel, den siebenfach und einen breiteren Lenker. Warum will ich einen breiteren Lenker haben? Der Lenker hier ist ziemlich schmal, was für Downhill nicht unbedingt verkehrt ist. Da bleibt man nicht so schnell am Baum hängen. Aber ich persönlich bevorzuge immer die breiteren Lenker, vor allem, weil jetzt ja hier noch haufenweise Kram dann muss. Das Display, der Gasgriff, dieser Switch dort. Ja, und da wird es mit dem Lenker ganz schön eng. Deswegen bauen wir den jetzt um. Die Griffe müssen auch ab. Die können wir so weiter nicht verwenden. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an, hier alles dran zu klatschen. Der Akku ist soweit jetzt eigentlich komplett fertig. Ich habe bloß gemerkt, dass mein Schrumpfschlauch, den ich habe, leider zu klein ist. Ja, das ist jetzt hier alles nur mit Tape isoliert. Ist noch nicht ideal. Da muss ich noch gucken, wie ich es mache. Aber es wird auf jeden Fall erstmal so funktionieren für Testzwecke. Ich denke mal, ich werde das Ding auch immer drinnen lagern, nicht draußen stehen lassen, soweit. Und dann auch nicht bei Regen bewegen. Also mal gucken, das wird ja eh nicht für Alltagsfahrten genutzt. Das ist ein reines Geländeprojekt eigentlich eher.
um irgendwo mal übers Feld zu hacken. Ja, genau. Und das probieren wir jetzt einfach gleich mal aus, wie hier das alles mit dem neuen Lenker dann passt. Das Schaltwerk können wir tauschen, sollte die Schaltung auch funktionieren und ja, los geht's. Gemacht. Ich weiß noch nicht, ob es die finale Lösung ist, aber besser als wo der Controller noch hier oben hing. Der hängt jetzt hier unten drunter quasi. Ich weiß halt nicht genau mit dem Rad. Könnte schief gehen. Wenn man einfädelt, dass das hier dran schleift. Sieht jetzt nicht geil aus, aber dafür ist es halt hier oben frei. Die Kabel habe ich jetzt hier quasi so rumgelegt. Das ist hier das Pluskabel von der Batterie. Hier ist das Minuskabel von der Batterie. Und jetzt müsste ich noch die, das sind jetzt die vom Controller, eben entsprechend halt einfach kürzen. Das eine hier ran, das andere hier dran. Pluskabel könnte man fast bei der Länge lassen. Ja, mal gucken. Würde ich vielleicht trotzdem ein Stück kürzen. Und ja, dann noch ein paar Kabelbinder hier oben, die Kabel ein bisschen hübsch verlegen. Und am Ende dieses ganzen Dinger hier abknipsen. Es ist definitiv nicht meine Favoritenlösung hier unten, weil Bodenfreiheit ist eingeschränkt, das könnte in den Weg kommen. Sieht insgesamt jetzt auch nicht super geil aus, aber mir ist es irgendwie noch nichts anderes eingefallen. Also wenn ihr Ideen habt, wie man es vielleicht noch machen könnte, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hätte noch die Idee eventuell, dass man das hier davor setzt. War auch noch eine Idee von mir. Ist aber auch wieder blöd, weil da muss man mit dem fetten Motorkabel hier hoch und das an die Lenkung und hat auch seine Nachteile. Ja, ideal wäre es vielleicht wirklich mit einem Gepäckträger und das dann in der Radtasche verstauen, weil dann hätte man halt, sag ich mal, optisch hier keinen Controller mehr dran. Wäre ganz cool eigentlich. Ja. Was anderes ist mir jetzt auch noch nie eingefallen. Mal schauen. Aber so soll es auf jeden Fall erstmal jetzt gehen. Wird sich dann beim Fahren herausstellen, ob das hier Bodenfreiheitsprobleme bzw. Federwegprobleme gibt. Mal gucken. Also die hat ja 200 mm Federweg, sprich das Ding kann theoretisch bis hier reinfahren, glaube ich. Bin ich jetzt nicht ganz sicher, ungefähr. Und das geht natürlich dann hier auch an der Stelle parallel zur Gabel 20 cm nach oben. Das heißt, ja, eventuell könnte es hier knapp werden. Keine Ahnung, wird sich zeigen. Aber noch weiter nach unten mit dem Controller kommen wir auch nicht wirklich. Ja, dann haben wir gar keine Bodenfreiheit mehr. Hier unten quer hin können wir auch vergessen. Das passt doch hier mit dem Ritzel drüben nicht. Mal gucken. So. Was auch noch gemacht werden kann gleich. Hier sind jetzt ja aktuell die Arvid Juicy Bremsen dran. Die sind an sich gar nicht so schlecht. Also die ziehen echt ordentlich an. Aber werden auch relativ schnell heiß. Sind auch nur ein oder zwei Kolbenbremsen, zwei Kolben vermutlich. Und dementsprechend sind die natürlich jetzt nie ideal für das Fahrrad. Und wenn die heiß werden, bremsen sie irgendwann auch nicht mehr so gut.
Und was habe ich besorgt? Hier haben wir Magura MT5 Bremsen, das sind Vierkolbenbremsen. Mit denen sollten wir ein bisschen besser klarkommen, besser ausgerüstet sein. Weil von 90 runterbremsen, da muss man schon ganz schön in die Eisen gehen. Da machen die Avejuicy Bremsen dann auch nicht so lange mit. Sprich, wir tauschen die gleich. Die kann ich dann noch für mein anderes E-Bike verwenden, da reichen die dann völlig zu, das fährt nicht so schnell. Und da brauche ich sowieso neue. Da ist wohl jetzt eine Hochbremse dran, aber da sind die Belege runter und vorne ist eine andere dran, deswegen ist das alles nicht so geil. Deswegen mache ich dann einfach hier die Avejuicy Bremsen an das Fahrrad. Und hier kommen jetzt die Magura dran. Mal gucken. Bauen wir jetzt erstmal hier die Vorderradbremse ab und Hinterradbremse. Da müssen wir bloß mal schauen, weil die Leitung geht halt hier lang. Da muss ich hier die Kabelbinder nochmal alle lösen, damit ich das abbekomme. Kriegen wir aber, denke ich mal. Bock, der Todesdecker ist richtig geil. Das ist richtig geil, das bockt. Also noch älter. Das Viech zieht halt wirklich an. Das sind 50, Digga. Das waren, glaube ich, keine 50. Das ist jetzt kein Downhill mehr, das ist ein Uphill. Es ist wirklich wahnsinnig. Jetzt wird es sehr geländegängig hier. Also das ist jetzt ja wirklich sehr steil gewesen. Das macht das Ding easy. Geht's auch bergauf. Gar kein Problem. Geil, ziemlich krank. Ich versuche jetzt hier nicht groß die Pfützen mitzunehmen, weil das hier alles noch nicht so richtig wasserdicht ist. Und ich auch keinen Bock habe, dass meine Klamotten komplett nass werden. Hier ist sehr steiler Berg. Ich fahre trotzdem mit 20 hoch oder so. Das ist wirklich gar kein Problem mit der Übersetzung. Ja, fahren wir hier lang. Ja, so richtig springen ist gerade nicht mehr damit. Das ist echt schwer geworden. Also dadurch, dass das so ein bisschen extra Gewicht hat, federt das aber wirklich auch sehr geil. So, hier kann man runter. Oh, das ist echt steil, aber naja, war machbar.
So, sogar ein kleiner Sprung hier. Ah, Hunde. Hier bockt's wirklich ultra. Ja, so richtig abheben tut's nicht bei solchen Sachen, ne? Mit einem normalen Downhill kannst du ja locker einen Sprung draus machen mit der Geschwindigkeit, aber der Hinterrad, das Hinterrad klebt ganz schön am Boden hier, also hat schon echt schwer. So, also die Probefahrt war erfolgreich. Das Ding ist saudreckig jetzt, weil es übelst schlammig war. Hat sich ganz schön was abgesetzt. Muss ich halt sauber machen. Ist aber bei dem Ding jetzt noch nicht so einfach, weil das alles noch nicht so perfekt wasserdicht ist. Das heißt, mit einem Kercher oder so kannst du nicht machen. Da machst du dir das alles in den Arsch. Vor allem den Akku. Hier kommt auf jeden Fall noch was anderes drum. Soweit muss ich aber sagen, bin ich sehr zufrieden mit dieser ganzen Testfahrtaktion. Hat gut funktioniert. Oh, wow, wow, geil. Ich will das Ding gerade laden, aber hier die Steckdose wurde zerlegt. Na gut. Nee, auf jeden Fall Geschwindigkeit, Beschleunigung, alles top. Also ich muss ehrlich sagen, schneller muss es auch nicht sein, weil das verleitet dann nur dazu, eben auch schneller zu fahren. Und ich glaube, dann ab 100 wird es dann wirklich auch wieder gefährlich. Ja, aber so lässt sich es echt gut kontrollieren. Der breite Lenker bringt wirklich viel, macht es wesentlich kontrollierbarer. Federung geht absolut geil. Man sieht jetzt hier ungefähr, wie weit das immer so eingefedert ist. Ich bin jetzt auch hauptsächlich eigentlich gerade Strecken lang gefahren. Ja. Das muss halt auf jeden Fall irgendwie noch in Mudguard hin, genauso wie vorne. Mein Arsch sieht so aus nach der Fahrt. Ist auf jeden Fall komplett eingeschlammt. Ja. Bremsen wirklich geil. Hat sich gelohnt, das Upgrade. Das umzubauen hier. Also mit den anderen Arbeit-Bremsen wäre ich jetzt nicht ganz so, hätte ich mich nicht ganz so sicher gefühlt. Die sind zwar auch nicht schlecht gewesen, haben schon angezogen und für ein normales Downhill reichen die auch zu. Aber, aber mit den MW5-Bremsen, die haben ja wesentlich mehr Auflagefläche, wesentlich größere Belege und natürlich auch ein bisschen mehr Bremsleistung grundsätzlich, fährt sich schon nochmal deutlich besser. Genau, wie lade ich das Ding jetzt? Ich habe jetzt hier mein Ladegerät. Das habe ich jetzt gekauft, es kam um die 100 Euro. Irgendwie chinesische Kacke hier. Keine Ahnung. Hier kann man den Current einstellen. Mit diesem Rad. Also wie viel Ampere der laden soll. Spannung lässt sich hier nicht einstellen bei dem Teil, soweit ich weiß. Ja, nee, also das lässt sich nicht einstellen. Ist wirklich nur für eine Spannung gedacht. So war ich auch immer so. Kannst aber natürlich unterschiedliche große Akkus damit laden. Mit unterschiedlichem Strom. Ich stelle dann immer 8 Ampere hier ein. Und damit ist das Ding halt in kürzester Zeit voll. Also das dauert halt 3 Stunden oder so. Und das ist echt, also ich meine, der Akku hat es echt lange gehalten. Ich bin jetzt mehr als eine Dreiviertelstunde damit rumgefahren. Und wir sind jetzt bei 35%. Also es ist echt in Ordnung. Hätte ich nicht gedacht, dass das so, also ja. Ist ja natürlich auch ein relativ großer Akku. Also ich denke mal, die Reichweite reicht völlig zu. Es reicht aber, um nachmittags mal irgendwo richtig Laune
zu machen. Also richtig Spaß zu haben mit dem Teil. Mal eine Runde rumfetzen damit. Ist wirklich so sehr schön. Und ja. Jetzt checke ich es gleich noch an den Strom. Dann ja, lädt es sich wieder voll. Und genau. Wenn ihr Bock auf mehr Videos mit dem Teil habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten wär's es jetzt mit dem Video und genau, abonniert den Kanal, wenn ihr weitere solche Projekte nicht verpassen wollt. Wir werden sicherlich noch andere verrückte Gefährte bauen. Ich bin noch immer überlegen, ob ich ein zweites noch aufbaue. Mal gucken, für zukünftige Projekte wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Und genau, bis zum nächsten Mal.